Gut, hat funktioniert. Wir kommen zum Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt, benannt nach dem Wissenschaftler, der hieß Doppler, der Mensch. Müssen wir uns mal Folgendes vorstellen. Ich gehe mal von folgendem Beispiel aus. Ich schmeiße einen Stein ins Wasser. Dann macht er Wellen. Und zwar immer im gleichen Abstand mache ich jetzt konzentrische Kreise. Also ich versuche das zumindest. So. Naja, der letzte hat mir nicht so gefallen. Mag jetzt aber auch nicht so schlimm. Furchtbar. Schlimm sein. Aber Folgendes müsste erkennbar sein. Ich habe hier immer den gleichen Abstand. Also von hier bis hier bis hier. Das sind immer die gleichen Abstände. Zumindest sollen sie hier so sein. Ich möchte mal noch nicht auf die Schallwellen eingehen. Was ist, wenn ich jetzt hier solche Wellen habe und mit einem Boot gegen diese Wellen anfahre? Ich habe ein Boot und fahre gegen diese Wasserwellen. Dann müsste doch, und das vermute ich, lässt sich auch nachvollziehen. Hier sitze ich. So, lässt sich wohl auch nachvollziehen. Dann müsste doch, wenn ich auf diese Wellen treffe, die Zeit für mich immer kürzer werden. Also die Zeit, wie ich solche Wellenberge treffe. Wenn keine Wellen da sind, bleibt das Boot, wie es ist. Und jetzt treffe ich hier auf diese Welle und rase der Welle entgegen und es macht klatsch, 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 klatsch. Ich komme zu der mittlersten Welle, die vielleicht noch da ist als Wellenberg und ich fahre jetzt, jetzt mache ich sie mal grün, die Abstände, obwohl die genauso groß sein sollen, und ich fahre jetzt den sich ausbreitenden Wellen hinterher. Hier kommen mir die Wellen entgegen. Hier fahre ich den Wellen hinterher. Wenn ich denen hinterher fahre, was müsste dann passieren? Gut, wir haben es jetzt fast, aber ich habe das nochmal an einem anderen Beispiel erklärt. Nehmen wir mal an, hier ist ein Mensch. Der geht einer Reihe von Menschen entgegen und sagt jedem guten Morgen. Dann heißt es moin, 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 moin. Jetzt geht er einer Reihe von Menschen hinterher, aber er ist sogar ein bisschen schneller als die. Die haben den gleichen Abstand und bewegen sich aber in die Richtung. Aber er ist trotzdem schneller. Ich mache mal den Pfeil noch ein bisschen länger, damit man das sieht. Dann begrüßt er moin, 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 moin. Dann erwischt er die Grünen praktisch später. So könnte man sich es auch vorstellen. Wenn ich das Ganze jetzt auf Schallwellen, hier klingt immer noch die Stimmgabel mit, wenn ich das Ganze jetzt auf Schallwellen ummünze, dann kann ich wieder dieses Wasserwellenbild nehmen. Dann haben wir folgendes Beispiel. Ein Mensch steht am Straßenrand und wartet vielleicht auf den Bus. Und es kommt ein Krankenwagen entgegengerast, aber richtig mit voller Granate und Tatütata und so weiter und der kräht hier ganz laut, dann hört man Folgendes. Die Schallwellen, die der ausstrahlt, die werden diesen Menschen hier alle in kürzeren Abständen erreichen. Denn die Schallwellen, die das Ding ausstrahlt, dieses Auto, die schiebt der noch zusätzlich vor sich her. Mit anderen Worten, wir hören in diesem Fall hier, hören wir dieses Tatütata etwas höher. Neben uns hören wir es wieder wie original, aber nur eine ganz kurze Zeit. Und danach, dann wird der die Schallwellen nach außen verzerren, sozusagen. Also das heißt, wenn ich das Auto jetzt in diesem Zustand hier betrachte, wie es hier davon gefahren ist, dann, hier ist es schon, dann höre ich den Ton tiefer. Das ist der sogenannte Doppler-Effekt. Versuchen wir mal noch einige Sachen dazu zu klären. Das war jetzt das Beispiel, ich bewege mich nicht. Jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Ich stehe nicht, sondern ich sitze auf dem Motorrad und fahre einer Schallquelle entgegen. Auspuff. So, und ab geht's. So, und jetzt steht so ein Tatütata-Auto am Straßenrand und ich rase auf dieses Auto zu. Das steht hier. Das sendet Schallquellen aus. Also ich bewege mich drauf zu. Analog wie zum Boot. Das ist also wieder so eine Frage des Bezugssystems. Diesmal steht meine Schallquelle und ich bewege mich drauf, so wie im oberen Beispiel oder mit den Moin, 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 Moin oder Moin, Moin, Moin. Und im unteren Fall stehe ich und die Schallquelle bewegt sich. Das Ganze kann ich auch umkehren. Ich habe hier mein rotes Kreuzauto, was immer noch Tatütata vor sich hinschreit, aber vielleicht irgendwo auf irgendwas warten muss. Und das sendet auch Schallquellen aus. Aber da ich mich, jetzt machen wir sie nicht so verdichtet wie hier oben, da ich mich drauf zubewege, erwische ich schneller diese Wellen. Bin ich dran vorbeigefahren, dann erwischen mich diese Wellen nur noch relativ langsam, obwohl sie immer den gleichen Abstand haben, die Wellenberge und Wellentäler.
Es ist jetzt bloß eine Frage, stehe ich und das Ding bewegt sich oder bewege ich mich und das Ding steht, was die Schallwellen aussendet. Das zum Doppler-Effekt. Das heißt also, bei drauf zu bewegen wird die Frequenz höher, bei davon wegbewegen wird die Frequenz tiefer. Ein anderer Aspekt, was vielleicht noch nicht so klar war. Wir sagen alle immer, Licht ist weiß, ja, weißes Licht. Wir wissen aber alle, dass sich das aus den Spektralfarben zusammensetzt.